Yo, servus Leute, hier ist der Killpro. Ja, heute mal wieder zu einem Video und heute zu einem speziellen Video. Und zwar, Jungs, bin ich jetzt kurz vor der Dark Matter und ja, mir fehlt nur mal ein Blutrünstig mit dem Knife, das habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben. Ja, weil ich euch da mitnehmen will, wie ich es halt erreiche. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie Lust drauf und ja, ich werde euch jetzt gleich ingame ein bisschen was zu Dark Matter sagen, ein paar Tipps geben, wie ich das Ganze so gemacht habe und ja, suchen wir mal eine Lobby. Und ja, Jungs, wie gesagt, ich bin jetzt noch ein Blutrünstiger von der Dark Matter, endlich. Und ich beginne gleich mal, ja, mit den ganzen Waffen, wo ihr sie am besten leveln könnt und so weiter. Wie gesagt, Jungs, die MPs und die Sturmgewehre müsst ihr auf jeden Fall in Core machen, am besten in Chaos Mosh Pit auf Nuketown. Auf jeden Fall mit Großkaliber spielen die Sturmgewehre, da ist fast immer zu 90% ein Headshot oder so. Geht auf jeden Fall richtig schnell. Und ja, Jungs, ja, bevor ich jetzt was mache, erzähle ich noch kurz. Wie gesagt, Jungs, die MPs und Sturmgewehre in Core machen mit Großkaliber. Und ja, die Shotguns, Jungs, würde ich euch in Hardcore empfehlen. Da zum Beispiel die Haymaker oder die Brekkie oder wie die heißt, die geben schon ziemlich viele Hitmarker und da immer auf einen Headshot zu gehen, ist schon nervig. Und die Argus und die KRM, die gehen eigentlich in Core. Wie gesagt, die KRM braucht man auf jeden Fall langer Lauf, weil die ist richtig scheiße sonst. Aber wie gesagt, die Haymaker und die Brekkie würde ich auf jeden Fall in Hardcore machen, weil die fucken schon richtig ab. Und ja, Jungs, die MGs würde ich auch in, die würde ich in Core machen. Aber die Gorgon, genau, die Gorgon ist diese, die so langsam schießt, diese, ja, ihr wisst schon, welche ich meine. Die würde ich auf jeden Fall in Hardcore machen. Das ist auch einer der nervigsten Waffen, die es gibt. Wie gesagt, Jungs, die in Hardcore, die anderen in Core. Ja, wie gesagt, mit einem Visier drauf, dann geht das auch eigentlich relativ schnell. Also so würde ich halt machen, ihr könnt auch die MGs nur in Hardcore machen, falls ihr in Core nichts hinbekommt damit. Und ja, die Secondaries würde ich auf jeden Fall auch in Core machen. Und da würde ich mir auch auf jeden Fall Großkaliber drauf tun, weil sonst ist es ziemlich schwer Headshots zu machen. Aber die dürften kein Problem sein. Und ja, Jungs, dann kommen die Werfer. Und Jungs, die Werfer müsst ihr auf jeden Fall schon mit den, okay, das Spiel ist aus, fail, müsst ihr auf jeden Fall mit den Sturmgewehren, mit den ganzen anderen Waffen mitmachen, denn ich habe es falsch gemacht. Am Ende habe ich die ganzen Werfer von neu gelevelt und ja, da haben mir noch alle Sachen gefehlt, sprich die 100 Squad-Streaks runterholen, dann noch die 10 Geschütze, Wächter oder Energiekern. Und Jungs, ich habe so lange gebraucht dafür, da in keiner Lobby war das. Ich habe mir sogar vor Ritter eingepackt, den Gegner-Spawn geworfen, damit die vielleicht ein Geschütz bekommen oder so. Und das ist auf jeden Fall das Schlimmste. Wie gesagt, die müssen mitmachen, dann dürfte das eigentlich auch kein Problem sein. Und ja, genau, die Sniper-Jungs, die würde ich auch in Core machen, bis auf die Drakon. Die würde ich in Hardcore machen, da die nicht immer One-Shot ist. Und ja, die Sniper sind eigentlich auch kein Problem. Und ja, das kann ich euch so als Tipps mitgeben. Und ja, das Knife würde ich auch in Core machen, weil Hardcore, das bringt relativ wenig. Und ja. Ja, wie gesagt, Jungs, das kann ich euch so als Tipp mitgeben. Es ist auch schon jetzt etwas später so, deswegen. Ja, ich werde jetzt eine neue Lobby suchen und schauen, dass ich das blutrünstig hinbekomme. Wie gesagt, Jungs, die Tarnung, das war wieder mal so ein Ding, wo ich echt drauf spielen wollte. Nachdem ich ja nicht mehr auf Gameplays gehe, aber die auf jeden Fall die Dark Matter so fürs Comp spielen und so haben will, da die richtig geil aussieht, hat mich das motiviert, auf das zu spielen. Ansonsten hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht, wenn ich jetzt noch auf Gameplays spielen würde. Aber nachdem ich das ja nicht mehr mache, wie gesagt, die Tarnung war schon etwas richtig Geiles, auf die man spielen kann. Und ja, jetzt will ich eine Lobby finden, wo ich reinschauen, sonst dauert das ewig. Wie gesagt, uns auf Stats könnt ihr überhaupt nicht schauen. Meine Stats, ich weiß gar nicht, was ich habe. Ich habe, glaube ich, nicht mal meine 2er KD. Ja, wie gesagt, Jungs, es ist halt alles so lobbyabhängig, überhaupt mit den Werfern dann am Ende, so wie ich es gemacht habe. Ich habe, glaube ich, gestern in 5 Stunden ein Geschütz gefunden oder so. Ich meine, ich habe nicht durchgespielt, ich habe schon viele Pausen gemacht, aber trotzdem nur ein Geschütz, das ist echt schwierig, wenn man das Ganze solo macht. Klar kann man sich das Ganze noch boosten, aber ja, das mache ich auf keinen Fall. Wie gesagt, Jungs, auf Stats könnt ihr da überhaupt nicht schauen. Und jetzt schaue ich, dass ich hier das Blut mit sich hinbekomme. Irgendwie.
Ja, wir müssen auch Granaten. Ich muss schauen, dass ich irgendwie ins Spawn reinkomme. Das ist der erste. So. Okay, da ist einer. Top bei mir. Glaube ich. Zwei. So, Jungs. Oh mein Gott. Killt den doch. 4, 1 noch, einer noch. Jungs, 1 Verdacktmeter. Das ist wie. Nein, ich fehle. Ja, Jungs, so kann man es natürlich auch machen. Das war auf jeden Fall richtig schlecht gemacht. Nehmt euch auf jeden Fall da kein Beispiel an mir. Den hätte jeder bekommen von euch. Wahrscheinlich sogar mit den Füßen, aber naja. Ich muss da einfach irgendwie ins Spawn rauskommen. Friendly UAV inbound. Cerberus inbound. Friendly hardened sentry deployed. Ja, er holt mich. Fuck, Jungs, Alter, wieso habe ich das nicht geschafft? Looking good. Continue on mission. Ja, ist so klar. So, da unten ist einer. Ja, hinter mir war einer. Jungs, wie gesagt, ich verkacke gerade. Ich hätte es eigentlich gerade sofort schaffen können. Aber irgendwie habe ich es natürlich nicht geschafft. Und ja. Zweite Halbzeit. Ich werde das Ganze auch nicht cutten, ich werde es so lassen. Ich will auf jeden Fall jetzt die scheiß Dark Matter haben. Seine blutrünstig. Wenn ich das jetzt nicht hinbekomme, ne, dann lade ich es wahrscheinlich eh nicht hoch. Und ja. Wie gesagt, Jungs, wenn man mal drauf spielt, macht es echt Spaß. Einige von euch werden die vielleicht schon haben. Den anderen kann ich es echt ans Herz legen, weil die Tarnung sieht richtig geil aus. Und ja. Ich werde da jetzt irgendwie mit Active Camo. Boah, ich muss einfach außen vorbei. Ich hab's geschafft, Jungs. Boah, Jungs, oh Scheiße, ich weiß echt nicht, was ich jetzt machen soll. Sind die unten, sind die oben? Okay, oben ist einer. Noch einer oben. Okay, nein, nur einer. So. Ich pack das gerade echt nicht. Noch einer oben sein wahrscheinlich, oder zwei vielleicht sogar. So, Jungs, da ist er. Nein. Oh mein Gott, Jungs. Jetzt guckt oben. Ich hab sie. Oh mein Gott. Gott, Alter. Zum Glück. Oh mein Gott, nee, Mann. Oh mein Gott, hier ist sie. Warte, schauen wir uns die nochmal auf einer anderen Waffe an. Auf der M8 sieht die auch richtig geil aus. Mein Gott, Jungs, hier ist sie. Wie gesagt, Jungs, ihr seht, es zahlt sich auf jeden Fall richtig aus, auf die Tarnung zu spielen. Und ja, Jungs, wenn es euch gefallen hat, würde ich sagen, lasst doch mal wieder eine positive Bewertung da und einen Kommentar. Das nächste Video wird wahrscheinlich ein Comp-Video sein. Keine Ahnung, was ich hochladen werde, mal schauen. Und ja, Jungs, habt noch einen schönen Tag und haut rein.